Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag, oder? Boom! Shredded up! Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf InScope 21. Ich weiß, das letzte Video war schon eine Episode angekommen. Doch heute müsste ich eigentlich schon wieder fast eine neue Episode von der Sprache machen. Es ist ein Problem, über das ich jetzt einfach mal sprechen muss, okay? Doch Leute, bevor das Video anfängt, schaut auf jeden Fall nachher noch beim Lifestyle-Channel vorbei, denn dort sind Dinge passiert, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Sie sind hier falsch, Alter. Dein Ernst? Egal, wer das sieht. Vielleicht ist es das letzte Video, das ich jemals drehen werde. Und zwar muss ich euch da eine kleine Story erzählen. Ich früher hergegangen, hat mir eine Tuss angeschrieben. Ich denk so, wow, geil, Alter, die ist ja richtig safe. Hab mich übel gefreut so, gell. Hab gar nicht drüber nachgedacht, so, schreib so mit der. Hey, du bist voll hübsch und so, gell. Ich so, yes, und da kommt doch was geplant. Schreib so die ganze Zeit mit der hin und her, gell. War so voll, ja, Mann, geil. Einen Monat lang ging das so und dann merke ich so, hey, Ticker, ich hab die eigentlich noch nie so richtig, in live gesehen, so auf einer Cam oder so, oder? Dann habe ich mal so die ersten Versuche gestartet. Du kannst vielleicht mal ein Pic schicken, wo du meinen Namen auf den Zettel schreibst. Da kam ein richtig gut bearbeitetes Bild zurück und ich dachte mir so, ist gerade dein Ernst? Und dann dachte ich so, warte mal, das kann nicht sein, kann nicht sein. Muss ich überprüfen. Es war übrigens eine Mädchenstimme, also da war tatsächlich eine Tuss dahinter. Ich habe mit der telefoniert auch und so, gell? Hey, du, eine Frage, können wir vielleicht mal webcammen? Angefangen, Skype-Port zu starten. Wahrscheinlich ging die Kamera von der nicht, oder? Ja, wahrscheinlich, du Mistgeber. Hat die mich also einen scheiß Monat lang verarscht, okay? Und ich dachte die ganze Zeit so, oh geil, Alter, da läuft's richtig heiß. Da läuft's wahrscheinlich heiß, oder? Ich frag mich immer, wie hobbylos muss man sein, um so eine Scheiße zu machen, dass ich einen verkackten Fake-Account von einer Person erstelle, was übrigens nicht mal, das kann strafbar sein, ja? Wie dumm muss man sein, um sowas zu machen? Und ich, wisst ihr, ich speichere mir hier schon die Pics ab, ja? Freue mich schon auf die nächste Flankierung. Wahrscheinlich wird flankiert, oder? Jungs, lasst euch nicht von den Uschis verarschen. Wenn euch irgendwas suspekt erscheint, fragt nach einem Videocall, fragt nach so einem Bild und irgendwelche anderen Boys da draußen. Jungs, bevor ihr euch überlegt, einen Fake-Account zu machen, okay? Geht einfach hin, macht einen Pic von euch und verlinkt mich einfach auf Insta, damit ich Abos bekomme, okay? Perfekt, danke, Jungs. Ich schreibe hier auch gerade mit so einer richtig geilen Uschi, ja? Wisst ihr was? Ich habe eine spontane Idee. Ich call sie einfach mal kurz. Hallo? Wenn ihr wisst, ihr wurdet verarscht, okay? Hey, du, pass auf, ich habe eine richtig gute Opportunity für dich. Wir befinden uns hier gerade in einer klassischen Win-Win-Situation, okay? Verpiss dich! Leute, wahrscheinlich habt ihr das Video zu Ende geguckt und wahrscheinlich interessiert mich das gerade gar nicht. Wahrscheinlich klickt ihr jetzt einfach unten auf den ersten Link in der Beschreibung und wahrscheinlich klickt ihr danach einfach aufs letzte Video. Wahrscheinlich geht ihr mir jetzt gerade eben mal bitte nicht mehr auf den Sack und wahrscheinlich verpisst ihr euch jetzt.